Ich stehe jetzt hier an der Feuerwehr und neben mir steht Matthias Rönke von Grotebau. Und zwar geht es um den Ausbau der Dorfstraße. Matthias Rönke, Sie sind Bauleiter. Richtig. Und Sie checken dann, dass hier alles, die Arbeiter alles richtig machen und dass hier keine falsche Straße aufgerissen wird. Genau, das haben wir alles im Blick und es werden auch drin im Büro dann Abläufe so geplant und optimiert, dass wir schnell vorankommen und dass alles vernünftig seine Wege geht. Ja, wir haben uns mal ein paar Fragen notiert und zwar erstmal, oh, jetzt wird es knapp hier, da sehen wir schon das erste Problem. Da gucken wir mal, ja, das sieht gut aus, ja. Ja, hab ich. Ja, sonst nach Gehör fahren, ne? Ja, genau. Vielleicht da nochmal hierzu, ja. Wir haben extra Steinpaletten aufgebaut mit einer Durchfahrtsbreite von 2,40 Meter, weil die provisorische Fahrbahn nur zugelassen ist für 2,25 Meter maximal. Also das müssen wir bereithalten, die Breite. Und wir hatten hier immer wieder Fahrzeuge, die deutlich breiter waren, also auch Lieferverkehr über 7,5 Tonnen. Wir hatten einen Gelenkbus in der Bahn. Und deswegen einfach die Paletten hier, dann sehen die durchfahren wollen, so breit darf ich maximal sein. Ich habe mich schon gewundert, wieso die hier so stehen, aber genau. Das macht natürlich Sinn dann. Ne? Das heißt also, wenn die Leute dann kommen und merken, da passe ich nicht durch, dann können sie gleich rückwärts fahren. Und genau, oder hier drehen auf dem Feuerwehrparkplatz. Oder, richtig, hier kann man natürlich auch drehen. Ja. Ah ja, super. Dann haben wir das ja mal live gerade mitgekriegt. Ja. Der passte gerade. Der passte. Ja, da kommen wir gleich eigentlich zum ersten Thema. Ist denn alles im Zeitplan mit dem Ausbau der Dorfstraße? Ja, es war ja ursprünglich mal angedacht, dass wir Ende Mai fertig werden. Das werden wir wohl nicht ganz schaffen, weil wir hatten etliche Behinderungen, gerade im Kirchweg. Der hat uns zu schaffen gemacht. Da gab es mehrere Probleme mit querenden Leitungen. Also, dass auch die Schmutzwasserhausanschlüsse auf der linken Seite, wenn man von oben guckt, alle genau in der Höhenlage waren wie das neue Rohr. Das lässt sich auch vorher nicht planen. Das kann keiner in die Erde gucken. Gibt es da keine alten Zeichnungen oder so? Es gibt Pläne von der Hauptleitung, wie tief die liegt und es gibt auch Anschlussschächte, aber wie jetzt die Leitung in der Erde läuft, das kann ja keiner voraussehen. Das sind ja auch meistens alte Anschlüsse, das läuft dann kreuz und quer. Da muss man aufmachen, gucken, was passiert und wir hatten dann nun leider ein bisschen Pech. Aber also gab ein paar Überraschungen, die so nicht eingeplant waren. Genau. Aber die gibt es eigentlich immer, ne, oder? Die gibt es immer, ja. Das macht ja auch spannend. Ja, okay. Und wenn man eine alte Scherbe findet, dann ist erstmal Bau stillgelegt, oder? Da haben wir hier, glaube ich, weniger Probleme. Das ist dann, wenn wir in Lübeck bauen, da rückt dann sofort die Archäologie-Kolonne an. Das heißt, wenn jetzt jemand was Böses will, schmeißt er eine alte Scherbe hier rein und sagt, guck mal da. Wenn die noch was aussieht, dann kann das Probleme geben, ja. Das wollen wir keiner gehört haben. Ne? Wir wollen ja fertig werden hier. Ne? Ja, genau, da sind wir eigentlich schon bei der zweiten Frage. Gibt es ein Abschlussdatum? Also Ende Mai wird es dann wohl nicht? Also wir werden voraussichtlich, soweit man das jetzt sagen kann, Mitte Juli fertig. Mitte Juli. Ja. Weil wir hatten, wie gesagt, die Behinderung im Kirchweg, die uns zurückgeworfen haben. Dann gibt es noch ein paar Leistungen, die vorher nicht ausgeschrieben waren, die wir jetzt noch mitmachen. Worum geht es da? Und zum Beispiel ein Stück Gehweg von der Kreuzung Dahldorfer Straße, Bahnhof, Richtung Ortsausgang. Da werden noch links und rechts die Gehwege neu gemacht. Das war vorher nicht mit drin. Das kommt jetzt halt dazu und dadurch verschiebt sich auch der Termin dann am Ende. Na gut, ich denke, bei so einem großen Projekt mit so ein paar Unwägbarkeiten ist es auch schwierig, das wirklich auf den Tag, genau, das kann man ja gar nicht. Genau. Ich sag mal, ich denke mal an den Berliner Flughafen, der wird ja auch nicht so ganz in dem Jahr oder Jahrzehnt fertig, in dem man fertig ist. Leicht drüber, ja. Leicht drüber, ja. Hätten Sie vielleicht machen sollen. ja, wie geht es jetzt aktuell am Bau weiter? Was erwarten wir jetzt hier? Ja, wir sind jetzt hier im zweiten Bauabschnitt, den wir Mitte März asphaltieren wollen. Das heißt, hier geht es jetzt konkret vor der Feuerwehr geht's jetzt weiter. Wir haben hier noch den Leitungsgraben für Regen. Dann ziehen wir Trinkwasserleitung hinterher, Hausanschlüsse. Dann kommen die Bordsteine und dann wird Mitte März asphaltiert. Dann ist der Bereich fertig. Dann rücken wir auch, um Zeit zu gewinnen, Bauabschnitt 3 und 4 werden parallel, also in die Richtung, Richtung Bahnhof und Richtung B205. Das wird dann parallel geschehen. Ah, okay. Das heißt also, wenn hier fertig ist, dann wird das genau parallel. In der Mitte, dann ist es ruhig und die Außenbereiche sind dann praktisch unter Feuer. Genau, dann haben wir den Ortskern so gesehen fertig und dann ja, ziehen wir die beiden Abschnitte parallel hinterher. Wie läuft denn so die Zusammenarbeit mit der Gemeinde? Jetzt müssen Sie natürlich vorsichtig sein, weil Sie ja auch Auftraggeber mit, oder ist Ihr Kreis Auftraggeber oder wer ist der Auftraggeber? Ja, es ist ja hier geteilt. Wir haben einmal das Los 1, das sind die Oberflächen, die gehen über den Kreis, weil es eine Kreisstraße ist. Und die Entwässerung und Gehwege, meine ich, die gehen über die Gemeinde. Und ja, das macht es natürlich erstmal komplizierter, weil man mehrere am Bau Beteiligte hat und die auch koordiniert werden wollen. Aber so die Zusammenarbeit mit, wir haben ja zwei Planungsbüros hier mit drin und die Gemeinde, das ist alles im guten Verhältnis. Ah, funktioniert. Na gut, alle ziehen an einem Strang, alle wollen ja auch das Gleiche. Ne? Eben. Das ist,
Ja, gibt es denn auch verärgerte Bürger, die hier kommen und sagen, ja, das geht ja gar nicht, hier ist ja überall Löcher drin und so? Ja, mitunter gibt es da sicherlich also Kleinigkeiten. Das ist nichts, man wird hier nicht angepöbelt oder so. Wir sind auch sehr zufrieden. Also keine Helmpflicht beim Kontakt mit Bürgern. Nee, genau. Ich denke mir, für einige ist es schwierig, ich sag mal hier so, wenn man das so hinter uns sieht, die jetzt also wochenlang dann ihre Auffahrt nicht benutzen können, macht das Leben schon nicht einfacher. Das ist schwierig, denke ich auch, ja. Und wir wollen uns auch an dieser Stelle mal bedanken für die gute Zusammenarbeit und das Verständnis auch, was uns entgegengebracht wird. Es ist eine große Maßnahme und da, wo gehobelt wird, fallen auch Späne und wir versuchen natürlich, das alles zu optimieren und dass jeder Anwohner auch möglichst wenig behindert wird, aber auflösen können wir uns leider auch nicht. Es muss halt, wie Sie schon sagen, ne, wo gehobelt wird, genau. Also es muss halt einfach was sein und das ist ja wirklich eine große Maßnahme. Ne? Und wenn irgendwas ist, wir haben ja auch, also die betroffenen Abschnitte werden immer mit Handzetteln informiert, wo alle Telefonnummern draufstehen. So, dass man sich auch einfach melden kann, wenn Fragen sind oder wenn irgendwas los ist. Wir haben auch ein offenes Ohr. Also. Das ist ja auch für individuelle Wünsche dann, wenn irgendwas ist, dann kann man da auch mal, wenn was zu machen ist, kurzfristig. Solange das nicht großartig behindert, ist alles in Ordnung. Ja. Mal kurz Asphalt drüber oder so, geht nicht. Ne? Das wird schwierig. Geht dann auch schnell, also ist eine Kostenfrage. Ne? Im März, womit müssen denn jetzt die Anwohnerinnen und Anwohner rechnen? Was für Schwierigkeiten kommen auf sie zu? Also eigentlich die gehabte Prozedur geht hier weiter. Wir bauen die provisorische Fahrbahn auf der linken Seite. Das heißt, es wird wieder eng. Und ja, das geht eigentlich so weiter. Und wie lang ist jetzt mit dem Ortsmittelpunkt hier noch zu rechnen, den arbeiten wir? Also jetzt von Feuerwehr bis Doppeleiche sind wir Mitte März durch. Also mit dem Asphalt, dann kann man wieder vernünftig fahren. Ja. Dann müssen wir natürlich die Gehwege hinterhergezogen werden. Das heißt, wir werden immer halbseitig nochmal sperren, aber man kann dann wieder vernünftig fahren und auch. Ja, habe ich schon gesehen. Vorne ist das ja schon ganz eifrig. Ne? Hier wird noch gebuddelt, genau. Und hinten werden die Gehwege schon gemacht. Ja? Der erste Abschnitt ist jetzt auch mit den Pflasterarbeiten soweit abgeschlossen. Ah ja. Und wie gesagt, jetzt kommt der zweite Abschnitt. Und dann, sobald hier Asphalt drauf ist, beginnen dann Abschnitt 3 und 4. Und wie kommen dann irgendwelche Sperrungen noch jetzt im März? Wird irgendwie dort am Bahnhof gesperrt oder gar nicht? Ja, wenn, dann müssen wir kurzfristig immer, wenn wir auf irgendwas reagieren müssen, dann muss kurzfristig gesperrt werden. Aber meistens versuchen wir dann auch zu informieren, wenn es nicht zu kurzfristig ist. Also wir haben jetzt auch hier die Hausanschlüsse für Trinkwasser, die unter der provisorischen Fahrbahn durchgehen. Da haben wir jetzt auch schon gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir mal einen Tag dicht machen, die an einem Stück durchlegen. Das geht wesentlich schneller, als wenn wir das nur stückchenweise machen. Und so haben wir auch alle was davon, wenn man sagt, wir machen einen Tag zu und dann sind wir durch, als dass wir dann irgendwie immer noch mehr Behinderung haben und das immer enger wird und wir dann auf den Zeitraum gesehen längere Behinderung haben. Und sind eigentlich irgendwelche verkehrsberuhigende Maßnahmen geplant hier in dem Straßenbereich? Wissen Sie das so ad hoc auf dem Stegreif? Also eigentlich wird das so übernommen, wie es vorher war. Das heißt, wir haben Zebrastreifen unten an der Dorldorfer Straße. Ja. Genau, dann haben wir hier die Fußgängerampel. Es soll vielleicht noch eine Querung kommen, habe ich jetzt gerade heute Morgen gelesen in der Zeitung. Das soll am Bauausschuss am 6. jetzt. Genau, das muss noch beschlossen werden und noch beraten werden. Aber es gibt keine Elemente, so wie man das in anderen Orten kennt, wo zum Beispiel irgendwelche Inseln sind, so kleine, wo die Leute einfach langsamer fahren müssen? Nee, ist nichts geplant bis jetzt. Könnte man da nachträglich noch was machen? Da müsste man mit dem Planungsbüro reden. Nee, klar, ich sage nur, wenn also der Wunsch danach, weil es ist ja der Wunsch von vielen Bürgern gekommen, dass halt keine Schnellstraße entsteht, wie der Kreis das gerne haben möchte. Ja, das ist mal so ein rechtliches Problem, dass die Kreisstraße ja dem Kreis unterstellt ist oder wie man das nennen mag. Und da gibt es auch Vorschriften, wie die Kreisstraße auszusehen hat in Breite und Beschaffenheit. Und da kann man nicht einfach, jetzt wenn man eine Gemeinde ist, sagen kann, hier, da wollen wir jetzt eine Blumeninsel haben oder so, die den Verkehr beruhigt. Aber man muss das im Kreis absprechen. Ich meine, wir haben ja hier die glückliche Situation, wir brauchen keine Umgehungsstraße, wir haben ja schon eine. Ja. Das heißt also, eigentlich können ja die Lastwagen alle außen rumfahren und hier müsste eigentlich keiner durchfahren, der nicht selber anliefern will. Von daher dürfte dem eigentlich im Gegenstand. Aber das ist natürlich nicht Ihr Problem. Aber Sie würden die natürlich gerne mitbauen dann. Wir bauen das so. Wenn das gewünscht ist. Dann bauen wir alles. Ja. Herr Rönke, das war von Grotebau. Vielen Dank. Das war schon mal sehr aufschlussreich. Ich denke, das werden die Bürger sehr zu schätzen wissen, dass Sie das hier auch so offen sagen, was alles passiert. Und dann wünschen wir natürlich von Rickling hier ganz viel Erfolg, dass das alles möglichst schnell geht. Und wir freuen uns, glaube ich, alle schon auf die neue Dorfstraße. Dankeschön. Ja, gerne. Ja.